Was ist ein virtuelles, privates Netzwerk? VPN auch abgekürzt. Ja, hier ist es ja mit den Abkürzungen besonders schlimm in diesem IT-Bereich. Was ist das also? Nun, das ist im Prinzip, wenn das hier die große Menge ist, dieser große Kreis hier ist ein öffentliches Netzwerk. Und innerhalb dieses öffentlichen Netzwerkes gibt es ein privates Teilnetz. Und dieses private Teilnetz ist geschlossen. Ist also nur für eine bestimmte Gruppe zugänglich. Und hier ist eine Authentifizierung erforderlich. Ja, geschlossen bedeutet auch, da kommt nicht jeder rein. Rein kommt nur der, der sich authentifiziert. Mit einem Passwort, mit einem Zugangscode oft. Und das ist ein virtuelles privates Netzwerk. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.